Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Sind Sie ein ausgeglichener Mensch oder fühlen Sie sich eher wechselhaft? Heute euphorisch, morgen deprimiert und das ganz ohne erkennbaren Grund? Was ist das jetzt? Ist das die Tagesform? Ist das ein Stimmungstief? Sind Sie launisch oder ist das womöglich eine bipolare Störung? Um dieses Thema geht es heute. Bei mir ist Dr. Stefan Hornung. Er ist Chefarzt der Asklepios Klinik für psychische Gesundheit in Langen in Hessen. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Sagen Sie uns, eine bipolare Störung, woran merke ich, dass ich sie habe? Die Betroffenen selber merken das oft gar nicht so leicht und leider auch gar nicht so schnell, sondern oft sind es die Angehörigen, die Freunde, die Bekannten oder auch die Arbeitskollegen, die das zuerst merken. Oft vergehen sogar einige Jahre, bis die Erkrankung das erste Mal richtig diagnostiziert wird. Das liegt daran, dass viele dieser Symptome, also eben sowohl die Stimmungsschwankungen als auch die Schwankungen des Antriebs, also der Kraft, des Elans, den die Menschen haben, das sind alles Größen, die sowieso von Mensch zu Mensch sehr verschieden ausgeprägt sind. Und nicht alle Menschen sind gleich, klingt banal, ist aber an der Stelle so. Und von daher dauert es eine ganze Weile, bis es auffällt, dass die bei der jeweiligen Person vorhandenen Mengen an Schlaf, Mengen an eben Kraft und Elan oder eben auch guten oder schlechten Tage pro Monat sich auf einmal verändern. Das sind oft am Anfang Situationen, die nicht eindeutig dann als Krankheit zuzuordnen sind, sondern erst im Rückblick, teilweise eben erst Monate und Jahre später auffallen, dass sie schon vorher vorgelegen haben. Die maximale Ausprägung der Erkrankung, sowohl der Depression als auch der Manie, die merkt man dann schon, die ist oft nicht zu übersehen. Aber viele leichtere Schwankungen, die schon im Vorfeld da waren, die entdeckt man dann oft erst im Rückblick. Genau, also bei dieser bipolaren Störung oder auch manisch-depressiv ist es ja ein Wechsel zwischen verschiedenen Phasen, rauf und runter, rauf und runter. Kann man da sagen, naja, man erkennt es vielleicht daran, wie euphorisch jemand ist? Wo Sie dann sagen, das ist jetzt eine Grenze, dieses ist ein Patient mit einer bipolaren Störung? Als Arzt, der damit Erfahrung hat, würde man das wahrscheinlich erkennen. Das Problem ist nur, die Patienten kommen in diesen Phasen nicht gerne und nicht freiwillig zum Arzt. Also jemand mit einer Manie stellt sich nicht beim Arzt vor und sagt, ich glaube, ich habe eine Manie, könnten Sie mich bitte mal untersuchen und das feststellen. Weil er sich so klasse fühlt, oder? Der fühlt sich in dem Moment erst ziemlich klasse und gut, leistungsfähig und ganz toll. Später im Verlauf der Erkrankung wird er dann eher gereizt sein und aus seiner Sicht Besseres zu tun haben, als zum Arzt zu gehen, aber er wird sich eben nicht vorstellen. Mhm. Im Rahmen der Depression schon eher, wobei auch das dann nicht oft oder oft nicht sofort zur Vorstellung beim Arzt führt, da fehlt es dann eben an der Kraft, zum Arzt zu gehen, da fehlt es an der Vorstellung, dass sich überhaupt was bessern lässt an dem Zustand, dann denkt man oft, das ist aussichtslos und so Hopfen und Malz verloren und deswegen geht man nicht zum Arzt. Also in beiden Krankheitsphasen dauert es leider oft sehr lange, bis die Betroffenen überhaupt den Arzt aufsuchen und sich von dem dann eben Hilfe versprechen und dann eben auch geben lassen. Ja, also hilft es wahrscheinlich dann, wenn man sich nicht so richtig wohlfühlt in sich, mal drüber reden, vielleicht auch mit Bekannten und Freunden und versuchen sich zu orientieren, oder? Genau, also diejenigen, die einen am besten kennen, das sind in der Regel ja die Verwandten oder eben auch die Freunde, die kriegen das, wie gesagt, sehr oft schon mit, dass da Veränderungen im Gange sind. Und wenn die dann eben dazu raten, doch mal einen Arzt aufzusuchen oder manchmal wird auch zu einem Psychologen geraten, dann kann das ein erster Schritt sein, sich eben diese Hilfe zu suchen. Ja. Diese manische Phase, Wie weit kann die denn gehen? Was für Beispiele sind Ihnen da schon passiert? Also ausgeprägte Manien können zur völligen Vernichtung von sozialen Existenzen führen. Die Leute verschulden sich, schaffen sich Dinge an, die sie nicht gebrauchen können. Ich kannte mal einen Patienten, der hat sich 10 Busse, Omnibusse gekauft, obwohl er noch nicht mal einen Busführerschein hatte. Es gibt Leute, die kaufen sich mehrere Autos, Ferraris, die sie sich nicht leisten können, etc. Also die Verschuldung in der Vorstellung, man braucht diese Dinge und nur mit diesen Dingen wird man glücklich, ist ein sehr häufiges Problem im Rahmen von Manien. Manchmal ist es aber auch so, dass die Manie zur Gereiztheit führt. Dieses Gereiztsein, oft verbunden dann mit einem Größenwahn, kann dann auch dazu führen, dass man sich eben zum Beispiel mit der Polizei anlegt, weil man meinetwegen denkt, man muss jetzt den Verkehr regeln und nicht einsehen will, dass die Polizei da was dagegen hat. Also das kann dann auch eben strafrechtliche Konsequenzen haben. Wer kriegt das? Muss man dafür eine Anlage haben oder eine bestimmte Art zu leben? Oder?
Also zunächst mal muss man sagen, jeder kann diese Erkrankung kriegen. Die Erkrankung ist auch nicht selten. Die Erkrankung ist, je nachdem, was man alles dazu zählt, kann man sagen, 2 bis hin zu 5% der jeweiligen Bevölkerung können im Laufe ihres Lebens mal daran erkranken. Es ist eindeutig so, dass es gewisse familiäre Häufungen gibt. Es ist aber keine Erbkrankheit im engeren Sinn des Wortes. Wenn aber zum Beispiel die Eltern diese Erkrankung hatten, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man sie selber als Kind dann auch bekommt, aber es ist deswegen nicht sicher, dass man sie bekommt. Mhm. Es gibt gewisse protektive Faktoren, also eben zum Beispiel regelmäßig schlafen, einen Beruf haben, der einen zwar fordert, aber nicht überfordert und auch nicht unterfordert. Das sind alles Dinge, Ausdauersport gehört dazu, das sind Dinge, die können protektiv wirken. Wenn man aber eben durch Pech zu den Menschen gehört, die diese Erkrankung bekommen, dann helfen auch solche protektiven Faktoren im Zweifelsfall eben nicht mehr aus. Also solche vorbeugenden Faktoren, um sich davor zu schützen. Das sind ja eigentlich auch Dinge, die man sowieso jedem empfiehlt, um mit Stress fertig zu werden im Körper, ne? Sich zu Richtig. Bewegen, seine eigenen Grenzen zu erkennen, was weise Worte sind. Ja. Wer kann das schon? Aber wenigstens sich darum zu kümmern, zu erkennen, welches Feld man um sich herum so absteckt wahrscheinlich. Ja, aber es ist tatsächlich so, dass viele, nicht nur die bipolare Erkrankung, auch viele andere psychische Erkrankungen seltener auftreten, wenn man eben einen solchen Lebenswandel führt oder zumindest eben anstrebt und häufig führt. Den wenigsten Menschen gelingt das ja durchgehend, ein Leben lang, aber ein gewisser protektiver Effekt ist eindeutig da. Man sollte jedoch nicht oder man darf nicht auch davon ausgehen, dass man dadurch es komplett verhindern kann. Also es kann trotz dieser Maßnahmen dazu kommen, dass so eine Erkrankung ausbricht, wenn man eben zu den Menschen gehört, die diese Veranlagung dann schon in die Wiege gelegt bekommen haben. Gibt es eine bestimmte Altersgruppe, die das ganz häufig bekommt in bestimmten Jahren? Ja, also üblicherweise fängt die Erkrankung so zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr an. Sie kann auch später noch auftreten, sie tritt manchmal auch früher schon auf, aber das ist so der mit Abstand häufigste Zeitraum, wo diese Erkrankung auftritt. Nach dem 40. Lebensjahr selten, kommt aber auch durchaus vor. Ja, angenommen, Sie haben so eine Diagnose stellen können, eine bipolare Störung bei einem Patienten. Was können Sie für den tun? Man kann eine ganze Menge tun. Also zum einen ist es ja so, dass die Patienten, wie gesagt, oft noch gar nicht wussten, manche noch nicht mal ahnten, dass sie so eine Erkrankung haben. Und viele Dinge, die sie im Alltag schon vielleicht seit Jahren als störend erlebt haben, sich auf einmal erklären. Also eben zum Beispiel, warum sie dauernd Streit mit der Ehefrau haben, oder warum sie alle 2 Jahre einen neuen Arbeitsplatz brauchen, weil der Chef sie rausgeschmissen hat, etc. Also für viele ist es sehr erleichternd, erstmal zu wissen, dass es eine Erklärung für so manches Problem aus der Vergangenheit gibt und dass man gegen dieses Problem was tun kann, dass man diese Erkrankung eben behandeln kann. Behandeln heißt leider nicht, dass sie ganz weg ist, als wäre sie nie da gewesen, sondern behandeln heißt eben, man versucht die Erkrankung dahingehend zu behandeln, dass sie so selten wie möglich auftritt, dass sie so schwach wie möglich überhaupt dann Symptome bringt und dass die dann eben so schnell wie möglich auch wieder weggehen. Das sind aber alles Dinge, die kann man erzielen. Unter anderem und ganz wesentlich mit einer pharmakologischen Behandlung. Also Medikamente. Medikamente gehören dazu. Ohne Medikamente kann man die Erkrankung nicht wirklich wirkungsvoll behandeln, aber eben auch die vorhin schon erwähnten protektiven Faktoren, ausreichend schlafen, vermeiden von schlaflosen Nächten, also eben das Durchfeiern nachts ist keine gute Idee, wenn man weiß, man hat einen Risikofaktor, einer bipolaren Erkrankung zu erkranken. Aha. Und wenn es um Medikamente geht, auf welche Medikamente setzen Sie? Also es ist so, dass es eine Vielzahl von Medikamente gibt, die zugelassen sind und die auch wirksam sind. Manche in allen Phasen der Erkrankung, manche auch in bestimmten Krankheitsphasen besser als in anderen. Das mit Abstand beste Medikament ist Lithium. Lithium hilft sowohl zur Prävention all dieser Phasen, also sowohl der depressiven als auch der manischen. Lithium kann aber auch in den jeweiligen Krankheitsphasen helfen, dass zum Beispiel eine manische Episode schneller wieder abheilt oder eben auch im Rahmen einer Behandlung einer akut vorliegenden depressiven Episode kann Lithium dazu führen, dass das zusätzlich eingesetzte Antidepressivum schneller und wirkungsvoller wirkt, als wenn Lithium nicht dazugegeben wird. Also Lithium ist ein hervorragend wirkendes Medikament und sollte von daher, wenn es nicht gute Gründe gibt, es nicht zu tun, immer Mittel der ersten Wahl sein. Von Lithium hört man, dass man das nicht einfach, man bekommt nicht die Packung und schluckt dann einfach das erste, sondern ich glaube, da muss man eingestellt werden, kann man das so sagen?
Ja, Lithium gehört zu den Medikamenten, die man nach sogenannten Wirkspiegel einstellt, wo also jeder Patient für sich selber eine individuelle Dosis braucht, die für ihn die richtige ist und die wirkt. Und die kann der Arzt durch am Anfang häufigere Messungen bestimmen. Also man schaut in bestimmten Stundenabständen nach Einnahme der Tablette, wie viel von diesem Wirkstoff kommt im Blut und somit dann eben auch im Gehirn des Patienten an. Wenn man das am Anfang sehr engmaschig kontrolliert hat und dann eben die für den Patienten individuelle Dosis kennt, muss man das in der Folge dann nicht mehr ganz so regelmäßig machen, sondern kann es in größeren Intervallen machen. Wiederholt das dann nur zum Beispiel, wenn irgendwelche Durchfallerkrankungen oder sowas passiert sind, die den Flüssigkeitshaushalt des Patienten beeinträchtigen. Aber bei sonst stabilen Verhältnissen ist dann die Dosis erstmal für oft mehrere Jahre die richtige Dosis. Also das heißt, die Kontrolle kann man weitmaschiger machen, ja. Aber nehmen muss der Patient es täglich? Nehmen muss er es täglich. Ja. Es ist, wie gesagt, sehr unterschiedlich, wie viel er davon nehmen muss. Also für manche Patienten reicht eine halbe Tablette, andere brauchen drei. Ja. Aber die sollte er täglich nehmen. Nur durch eine tägliche Einnahme entsteht dieser gleichmäßige sogenannte Wirkspiegel und der ist Voraussetzung dafür, dass das Medikament richtig wirkt. Hilft das jedem? Das ist eine gute Frage. Das hilft wahrscheinlich jedem, aber es hilft nicht jedem gleich gut. Und nicht jeder kann Lithium nehmen. Es gibt Patienten, die Lithium aus anderen Gründen, also wegen anderer Erkrankungen, die sie haben, nicht mehr, also in der Regel nicht mehr nehmen können. Also gerade ältere Patienten können leider manchmal Lithium nicht mehr vertragen, weil Lithium über die Niere ausgeschieden wird. Und wenn man zum Beispiel eben bestimmte Nierenerkrankungen hat, kann das der Fall sein, dass man kein Lithium mehr nehmen kann oder sollte. Und was macht man dann? Es gibt, wie gesagt, eine Vielzahl von anderen Medikamenten. Es gibt eine große Anzahl von sogenannten Antipsychotika, also Medikamente, die ursprünglich mal Anfang der 2000er Jahre so nach und nach entwickelt worden sind zur Behandlung von schizophrenen Psychosen, von denen man dann im Nachgang oft auch gemerkt hat, dass sie auch sehr gut zur Behandlung von bipolaren affektiven Störungen helfen. Ja, da werden wahrscheinlich dann eine Reihe von Patienten sagen, naja, das kann ich selber nehmen und da muss ich vielleicht nicht so häufig kontrollieren lassen. Stimmt das? Kann ich selber nehmen? Stimmt natürlich. Muss ich nicht so häufig kontrollieren lassen? Stimmt nicht. Weil eben oft die Patienten kleinere oder auch größere Schwankungen sowohl der Stimmung, aber auch des Antriebs gar nicht so gut mitbekommen, weil sich das eben so ganz schleichend und allmählich im Alltag einstellt. Ist das A und O immer die regelmäßige oder der regelmäßige Gang zum Psychiater. Der, wenn er den Patienten dann über Monate, über Jahre, über manchmal auch Jahrzehnte kennt, oft auch selbst in kurzen Gesprächen kleinste Veränderungen mitbekommt und dann zum Beispiel auch entweder Dosisanpassungen besprechen kann oder eben auch besprechen kann, ob das Medikament überhaupt regelmäßig eingenommen wurde, was nicht immer der Fall ist. Oder er kann eben schauen, ob es andere Belastungsfaktoren gibt, die vielleicht im Moment Überhand nehmen, die man versuchen sollte abzustellen. Mhm. Also zu versuchen, in Eigenregie die Behandlung zu behandeln und sich zum Beispiel das Medikament über den Nicht-Psychiater irgendwo verschreiben zu lassen, ist in aller Regel keine gute Idee. Ja, ich stelle mir das schwierig vor, überhaupt den richtigen Punkt der Behandlung zu treffen, denn das ist ja ein Auf und Ab und die Zyklen können ja unterschiedlich lang sein bei den Patienten. Wie machen Sie das denn, dass Sie ihn nicht noch in seinem Stimmungshoch meinetwegen befördern durch ein Antidepressivum? Ja, das ist insofern eine sehr wichtige Frage, weil leider an der Stelle auch der Wunsch des Patienten und das, was für ihn das Beste ist, teilweise recht weit auseinanderklafft. Gar nicht so sehr jetzt in dem von Ihnen geschilderten Fall, dass man eben hoch noch ein Antidepressivum gibt, auf die Idee käme man nicht, aber auch zum Beispiel bei einer gerade erst begonnenen Depression oder bei einer leichtgradigen Depression ein Antidepressivum zu geben, was oft der Wunsch des Patienten ist, weil er will aus diesem Zustand ja schnellstmöglich wieder raus, ist aus psychiatrischer Sicht leider trotzdem eine falsche Entscheidung. Also kein stimmungsaufhellendes Medikament zu geben, also kein antidepressives Medikament zu geben, wäre die richtige Entscheidung. Sondern eben rein ein phasenprophylaktisches, wie zum Beispiel Lithium zu geben, ist das für den Patienten viel Wichtigste. Man weiß mittlerweile sehr genau, dass mit jeder weiteren Krankheitsepisode die Wahrscheinlichkeit steigt, dass eben darauf noch eine übernächste Episode kommt. Also das Verhindern von der nächsten und übernächsten Episode ist schon immer das Ziel in der Behandlung der aktuellen. Und das ist oft sehr schwierig, dem Patienten, der ja sehr unter seiner Depression leidet, das verständlich zu machen, dass man jetzt gerade zwar mitbekommt, ja, er ist oder sie ist depressiv, aber nein, ich gebe Ihnen jetzt trotzdem kein Antidepressivum, weil. Wenn man das dann regelmäßig mit dem Patienten bespricht und es gut erklärt, gelingt es in den allermeisten Fällen doch.
Aber es kann am Anfang sehr anstrengend für beide Beteiligte sein. Genau, und Vertrauen hilft. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!